Neue Shinies, neue Krypto und wir haben Mewtwo auch nochmal in Krypto, was wir uns abholen können. Wir haben jetzt ja ein Team Rocket Event und normalerweise mag ich ja Team Rocket nicht, aber mit dieser Woche gibt es auch neue Eierchen. Es sind sehr schöne rote Eier und die brauchen 12 Kilometer, ehe man die halt brüten kann. Wir sehen hier links, habe ich schon mal reingepostet, das ist das, was zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist. Das sind die Informationen auf The Silph Road. Stand 12 Uhr und zwar von heute, den 13.10.20. Ich werde im Hintergrund einmal Giovanni zeigen. Ich war früher sehr fleißig unterwegs. Ab 7 Uhr musste mich sogar beeilen, weil ich im Futsnetz arbeiten muss. Ich hoffe, ich schaffe die Folge heute noch, Nachmittag rauszuhauen. Denn ich habe mir ein Ziel genommen oder vorgenommen und zwar nicht Giovanni zu besiegen. Nein, das war nur nebenbei. Lass ich einfach so laufen. Ich wollte gucken, was ist denn in den Eiern so Schönes drin und wie ist denn die Ausbeute? Ich habe quasi mit beiden Handys zweimal 9 Eier mir geholt und du kriegst ja immer eins dieser roten Eier, wenn du einen Boss besiegst. Und das sind eben die drei Leute, die wir da rechts sehen. Ich weiß gar nicht, ob Giovanni auch ein Ei gibt, aber da habe ich mir alles geholt. Die werde ich jetzt ausbrüten und zwar live hier zu Hause. Und da bin ich echt gespannt. Vom Gefühl her behaupte ich jetzt schon mal, die Eier werden sich nicht lohnen. es ist doch immer so. Ich mag das Ei ausbrüten nicht und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn so neue, scheinbar seltene Pokémon nur aus den Eiern zu bekommen sind. Und wenn ich das sehe, da ist Kapuno schon wieder drin. Lass mich raten, 0,01% die Chance, dass es kommt. Mich würde es nicht wundern, wenn die Antik wieder einmal vergessen hat, dass es shiny sein kann. Und das sind eben so Dinge, da könnte ich momentan die Antik auch einfach immer nur ohrfeigen. Bei jedem Event, was die rausholen, 100 Pro, ist jetzt wieder irgendwas vergessen worden, wo erstmal die Community so 2-3 Tage schauen muss, ob es überhaupt alles so passt, wie es dort steht. Und dann haben wir eben ein Garnuwil. Das ist eine Überraschung. Dann auch, die anderen kenne ich vom Namen jetzt ja nicht, die deutschen Galagliadi, war das eine, glaube ich. Und das Vogel-Pokémon, ja, kenne ich den Namen leider auch nicht. Gibt's aber nur aus den Eiern. Und mich würde es, wie gesagt, nicht wundern, wenn die Ausbeute sehr schlecht ist. Dieses Undra-Tytox. Also meine Befürchtung ist, dass genau dieses Pokémon sehr wahrscheinlich am häufigsten zu bekommen sein wird. Und alles andere ist dann eher so zweitrangig. Oder Lavita würde mich jetzt auch nicht wundern. Gibt's ja auch schon seit zig Jahren. Das ist wahrscheinlich dort am häufigsten ebenfalls mit drin. Naja, aber da machen wir gleich die Probe auf Exempel und ich kann nur sagen, von den ganzen Bosskämpfen her und auch Giovanni, Lucario und Genesect sind einfach der Bringer. Man muss auf gar nicht viel achten, egal welche Pokémon die haben am Start, es sind diese beiden Pokémon, die reißen eigentlich alles, völlig egal, was die anderen als Konter dir bieten. Wenn du da immer fleißig hin und her tauscht, dann ist eigentlich fast jeder Kampf richtig easy peasy zu gewinnen. Und damit haben wir jetzt nämlich auch Mewtwo besiegt. Wir können es uns holen. Es ist leider kein sehr gutes und ich mag auch immer noch diese Krypto-Pokémon nicht. Für viele bestimmt ein Highlight, aber ihr kennt ja meine Meinung zu diesen Kryptos. Ich finde es immer blöd, wenn ein leidendes Pokémon nicht erlöst wird, weil es einfach stärker ist und man es in diesen Qualen lässt. Es soll vor sich hin vegetieren, weil man mit ihm kämpfen möchte. Das ist immer noch super schade. Ich fände es besser, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass das Erlösen einen Bonus bringt. Das fände ich viel cooler und toller. Und so wie es jetzt ist, naja, die Krypto gehen ja auch am Puppe vorbei. Aber da sind sie, die Eierchen. Da habe ich jetzt eben schön fleißig alles reingehauen. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn die geschlüpft sind. Und ich hoffe, wir schaffen auch die ganzen 18 jetzt am Stück. Also hier ein Break und dann bis gleich. Ich hoffe, ihr seid bereit. Da steht schon, oh, und wir drücken einmal drauf. Wie gesagt, ich hoffe, es sind alle 9, denn blöderweise habe ich ja die eine kostenfreie Brutmaschine mit reingelegt und die braucht eben ein paar mehr Kilometer. Ich bin einfach nur gespannt, ob die Zeit ausgereicht hat. Ihr seht, 13:17 Uhr, das wird sehr, sehr knapp mit der Arbeitszeit. Mal gucken, was drin ist. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es bleibt spannend. Und, oh, das ist schon mal eins der 9 Pokémon. Das ist schon mal cool, kann aber ähnlich shiny sein, ein Skullug, so heißt es. 57 Candies. 57 Candies, das ist richtig viel. Das ist wirklich richtig viel, habe ich gerade 57 bekommen, weil es war der erste Pokédex-Eintrag. Könnte ich direkt entwickeln, machen wir aber nicht. Wir gucken mal, was noch so drin ist. Das war Nummer 1.
Und ein Absol. Niete. Das ist eine Niete tatsächlich. Ja, ich bin auch der Meinung, der Aufwand dieser Eier, der ist ja sehr groß. Bin ich auch prinzipiell nicht abgeneigt. Im Gegenteil, ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass mir diese Team Rocket-Kämpfe Spaß machen. Aber es sind wirklich die Eier. Ach, deswegen. Deswegen habe ich eben so viel Candies gehabt. Da habe ich nämlich gleich 2 Stück bekommen. Hätte man anhand der Candy schon erahnen können, dass da noch ein zweites im Pool lag. Ja, und sowas wie Absol, das muss ja jetzt hier auch nicht mehr drin sein, weil der Aufwand ist, wie gesagt, sehr hoch. Und warum nicht irgendwelche Pokémon drin haben, die man sonst nicht kriegt? Ja, da hat ein Absol und ein Unratütox zum Beispiel nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Aber es muss ja auch Nieten geben, denkt sich bestimmt Niantic. Naja, ist so Geschmackssache. Jetzt habe ich hier einen Zookex bekommen, 52 Candies, das hatte ich vorher bestimmt schon. Vielleicht habe ich Glück und das ist ein bisschen durchgemixt. Das war jetzt Nummer 4. Ich will einen Kapuno haben. Ach, und das habe ich mir schon fast gedacht. Ich schätze mal so 2-3 Mal werde ich es bestimmt bekommen. Und wenn das wirklich so ist, dann lohnen sich die Eier eigentlich schon wieder nicht. Lavita ist cool. Mit ein bisschen Glück kriegt man hier auch ein Shiny. Leider kein ganz so gutes. Da habe ich auch schon zig verschiedene Lavitare. Da brauche ich eigentlich auch keins mehr. Aber über so ein Shiny würde ich mich dann nochmal freuen. Weil selbst wenn ich jetzt eine 100er kriegen würde, wüsste ich gar nicht, was ich damit anmache. Ach, natürlich. Es war klar, da ist es. Da ist die Niete. Es müsste eigentlich nicht Unratütox heißen, es müsste einfach nur Niete heißen. Niete oder beliebtes Pokémon in Eiern. Und nochmal ein Lavita. Schade, kein Kapuno. Das war's. Waren's 9 Stück? Ich gehe mal kurz auf Funddatum. Schön, da wird mir das nicht angezeigt. Habe ich dann noch ein Ei? Das ist ja dieser berühmte... Ach, guck mal an. Hier ist sogar noch ein Ei. Ich lasse das einfach mal. Ich werde es bestimmt mit ranschneiden irgendwo. Aber wie ärgerlich. 100 Meter haben gefehlt. Vielleicht schlüpft es noch. Wir springen mal auf das zweite Handy. Und machen hier nämlich auch direkt mal weiter. Noch ein Lavita. Jetzt haben wir schon 3 Lavitare. Ich habe eigentlich nur Bock auf Kapuno und dieses Krokodil. Garnovil, was ist ein sehr starkes Pokémon. Also für Zookex würde ich mir diesen Aufwand nicht nochmal antun. Für eine Unratütox auch nicht. Ich meine, das Pokémon ist ganz gut, aber ich spiele eh keine PvP und ich habe schon durch das damalige Rauch-Event bekommen. Natürlich ist auch hier eins dieser Nieten mit dabei. Ich weiß auch gar nicht, wie gut Skaluk ist, ob man das braucht. Ach, könnte ich einfach kotzen. Ja, und damit ist auch die Vermutung hier schon mal bestätigt. Macht das am besten nicht. Die Eier lohnen sich überhaupt nicht. Also für ein Lavita, ja, ganz nett, aber es ist jetzt auch kein mega seltenes Pokémon mehr. Natürlich ist derjenige, der jetzt neu anfängt, wieder mal vor der Problematik. Ich habe keinen Lavita, was soll ich machen? Natürlich freust du dich dann, wenn du hier eins draus ziehst. Aber 6 Rocket-Rüpel besiegen, einen Boss besiegen, dann ein Ei bekommen, dann 12 Kilometer latschen. Also jetzt natürlich verkürzte Eidistanz. Um dann eventuell ein Lavita nur zu bekommen. Es lohnt sich da leider überhaupt nicht. Und auch hier habe ich 2 Skaluk immerhin bekommen. Schade, dass kein Kapuno mit dabei ist. Wenn ich jetzt hier eins bekommen hätte, dann würde ich vielleicht diesen Aufwand noch weiter betreiben. Aber damit ist der Eipool für mich persönlich leider immer noch sehr uninteressant. Und auch hier hat es wahrscheinlich für ein weiteres eigentlich gereicht. Ja, auch hier sind es 100 Meter. Ja, ich werde die anderen beiden Eier natürlich nochmal hinten ran schneiden. Und dann bin ich damit durch. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht euch selbst ein Bild darüber, ob sich das lohnt oder nicht. Und wir sehen uns irgendwann wieder zum nächsten Part. Und tschüss.